Das PX-Skript ist von Andrew Shulgin geschrieben und ermöglicht Messungen, Berechnungen sowie die Analyse der dynamischen Druckverhältnisse innerhalb eines Zylinders sowie innerhalb des Ansaugtraktes und der Abgasanlage. Weiterhin können die Ventilsteuerung und das Zündsystem komplett ausgewertet werden. Das Skript führt eine automatische Analyse des dynamischen Druckverlaufs innerhalb des Zylinders durch. Dies geschieht mit einem Drucksensor, der anstelle der Zündkerze in den Zylinderkopf eingeschraubt wird. Die Einstellungen des Motortesters zur Durchführung der Messungen sind einfach. Die schwarze Krokodilklemme der USB Autoscope 4 Masseleitung wird an die Fahrzeugmasse geklemmt. Die rote Krokodilklemme wird mit dem Pluspol der Fahrzeugbatterie verbunden. Der Zündfunkentester wird ebenfalls mit der Fahrzeugmasse verbunden. Falls einstellbar, kann der Funkentester auf 5 mm kalibriert werden. Dieser Motor ist mit individuellen Zündspulen ausgestattet und deshalb wird ein Zündkerzenkabel als Verlängerung verwendet. Nun wird die Zündspule mit dem Funkenprüfer verbunden. Achten Sie bei Arbeiten an der Hochspannungsanlage immer auf sichere, feste Verbindungen. Klemmen Sie die Synchronisationsleitung an die Zündkabelverlängerung des zu prüfenden Zylinders an. Entfernen Sie die Zündkerze des zu prüfenden Zylinders und installieren Sie den Drucksensor an Ihrer Stelle. Bei einigen Motoren ist eine Verlängerung oder ein Adapter erforderlich. Achten Sie darauf, die USB-Autoscope-Messleitungen so weit wie möglich entfernt vom Zündsystem und rotierenden Teilen zu halten. Klicken Sie im Menü des USB-Scope-Programms Modes PX an. Danach wird der Typ des verwendeten Drucksensors ausgewählt und eine eventuelle Verlängerung. Wählen Sie in diesem Fall PX35 Plus Longer aus. Beginnen Sie die Aufzeichnung. Starten Sie den Motor. Nach 3 bis 5 Sekunden treten Sie langsam das Gaspedal etwas nieder, bis die Drehzeit 3000 bis 5000 Umdrehungen die Minute erreicht. Gehen Sie mit dem Fuß vom Gaspedal und warten Sie, bis der Motor Leerlaufdrehzahl erreicht. Treten Sie nun das Gaspedal so schnell wie möglich bis zum Anschlag ganz durch, wenn möglich über 5000 Umdrehungen die Minute. Lassen Sie das Gaspedal vollständig durchgetreten und schalten Sie so die Zündung aus. Nachdem der Motor ausgegangen ist, beenden Sie die Aufzeichnung. Wählen Sie Analyse, Skript ausführen aus, um die gesammelten Daten automatisch zu analysieren. Das PX-Skript erstellt einen Bericht mit den Ergebnissen der Messungen und Berechnungen. Es werden verschiedene Menüs angeboten, die in Form von Texten, Tabellen, Grafiken und Animationen dargestellt werden. Das Skript analysiert automatisch verschiedene Messungen und erstellt einen Bericht mit den Ergebnissen der Diagnose. Dieser Bericht findet sich in der Registerkarte Results of Analysis in der Sektion Summary. Im Falle des untersuchten Fahrzeugs sind die Ergebnisse, es wurden keine Fehler gefunden. Dieser Bericht kann ausgedruckt und dem Kunden gegeben werden. Betrachten wir diesen Diagnosebericht des PX-Skript. Er ist von einem Audi A6 mit 2,4 Liter V6 Motor. Der Druckverlust im Zylinder beträgt 66%. Dies überschreitet deutlich den normalen Wert von 15-20%. Die Zusammenfassung zeigt an, der Zylinder verliert Kompression. Mithilfe des Skripts können auch andere Probleme entdeckt werden. Zum Beispiel zu geringes Spiel der Auslassventile und eine nicht richtig funktionierende Nockenwellenverstellung. Das PX-Skript zeigt die tatsächlichen Ventilsteuerzeiten an durch automatische Analyse der Veränderung der Gasmenge im Zylinder. Eine interaktive Videoanimation demonstriert den tatsächlichen Prozess des Gasaustausches im Zylinder. Faktoren wie Einbauposition der Nockenwelle, gelenkte oder lockere Zahnriemen oder Steuerketten, Ventilbeschädigung, Form und Verschleiß der Ventilnocken sowie das System der variablen Nockenwellenverstellung werden während der automatischen Analyse mit in Betracht gezogen. Während des täglichen Gebrauchs dieses Skripts ist es nicht notwendig, die Oszillogramme einzeln oder gesondert auszuwerten. Das Skript berechnet automatisch die Ventilöffnungs- und Schließzeiten und ihren Einfluss auf die Funktionsweise des Motors. Das Ergebnis des Skripts in diesem Fall ist ungenügende Füllung des Zylinders. Das Skript stellt weiterhin fest, dass die Ursache eine Anomalie der Ventilsteuerung ist. Die Messung ergab, dass das Schließen der Einlassventile jenseits des typischen Bereichs von 570 bis 600 Grad erfolgt. Die Werte der Zylinderfüllung sind sowohl in Tabellen als auch in grafischer Form verfügbar. In Tabellenform zeigt die Liste von Motordrehzahl und Füllgrad, dass die Zylinderfüllung unterhalb der typischen Werte liegt. Zur gleichen Zeit sieht man, dass die rote Linie im Diagramm nicht in den erwarteten, schraffierten Bereich fällt. Dieser schraffierte Bereich stellt die eigentlich zu erwartende Gasmenge bei plötzlichem, abruptem Gasgeben dar. Hier sehen Sie die Testergebnisse für einen Ford Focus 2,
der mit einem Turbolader ausgerüstet ist. Es ist deutlich zu sehen, dass der Turbolader bei mehr als 3000 Umdrehungen die Minute gut arbeitet und das Motordrehmoment um etwa 20% in den Drehzahlbereich von 4000 bis 6000 Umdrehungen die Minute erhöht. Das Skript prüft ein weiteres wichtiges System, die Auspuffanlage. Das Skript ermöglicht, Restriktionen in der Auspuffanlage zu erkennen. Dieses Ergebnis ist von einem Zylinder eines Chevrolet Spark. Der verstopfte Auspuff hat nicht nur einen Leistungsverlust während des Auspufftaktes geschaffen, sondern auch die Zylinderfüllung nachteilig beeinflusst. Das Gas innerhalb des Zylinders kann nicht komplett entweichen, weshalb auch nicht genügend frisches Gemisch einströmen kann. Dieser Mangel an Kraftstoff-Luft-Gemisch verursacht eine Leistungsverminderung. Die Konsequenz ist, dass bei Motordrehzahlen von mehr als 3000 Umdrehungen die gesamte durch den Zylinder zusätzlich entwickelte Leistung für das Überwinden des Widerstandes im Auspuffsystem verbraucht wird. Dies verhindert ein weiteres Ansteigen der Motordrehzahl. Wird der Synchronisationskanal verwendet, dann kann auch der Zündzeitpunkt überprüft werden. Wenn der Zündzeitpunkt analysiert wird, dann wird auch die Zündzeitpunktverstellung untersucht. Dies geschieht über unterschiedliche Drehzahl- und Lastbereiche. Im folgenden Beispiel ist eine fehlerhafte Grundeinstellung der Zündung zu sehen. Dieses Beispiel stammt von einem Mitsubishi Lancer 9 2007 mit einem Motor 1,6 Liter 4G18. Die Grundeinstellung der Zündung ist nicht veränderlich. Diagnose und Inspektion ergaben, dass der Heiter des Kurbelwellenpositionssensors falsch installiert wurde.